Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Minecraft BeboCraft. So, und heute möchte ich mal anfangen, dass ich fliegen kann. Und zwar, was nehme ich da? Soll ich Golden Wings oder Dragon Wings nehmen? Was ist denn da? Ja, toll, habe ich beides. Ach komm, ich nehme mal das. So. Dafür brauche ich. Genau, da habe ich exakt zwei Stück. Und Gold. So. Unstable Ingot. Okay. Und. Oh. Nether. Genau, Nether Cube. So. Jetzt habe ich den Ring und den kann ich hier, wenn ich auf Bubbles gehe, hier rein tun. Dann habe ich, kann ich hier fliegen. Wie im Kreativmodus. Und ich kriege auch keinen Fallschaden mehr. Hier. Zack. Ich kriege keinen Fallschaden mehr. Das ist schon sehr gut. Hier habe ich mir einen Coke Oven gebaut. Hier wird es bald voll. Hier macht er nun Coal, ja, Coal Coke. Und das ist für den, damit der aus Iron Stahl herstellen kann. Und dazu, damit es schneller geht, habe ich hier eine Allied Smelting Factory gebaut. Die hat gleich mal 7 Slots, wo man 7 Sachen auf einmal schmelzen kann. Und da habe ich noch 8 Energy und 8 Speed Upgrades reingehauen. Das heißt, wir sind jetzt noch schneller unterwegs. Und das geht auch richtig schnell. Ja. Dann würde ich sagen, ich möchte auch so einen haben, Atomic Dis, irgendwas. Und da brauche ich nämlich meine Items nicht mehr. Oder nicht Items, meine Werkzeuge. So. Und da war das, glaube ich, hier. Genau. Hier war das mit dabei. Was brauchte ich noch? Das hier. Dann noch eins von dem. Und, da muss ich mal gucken. Ich habe das nämlich jetzt mein ME-System ein bisschen umgestellt. Ich habe eingestellt, dass der nach Menge sortieren tut. Das heißt, die größte Menge, das gibt. Das ganz oben. Und jetzt finde ich gerade kein Energy-Tablet. Energy. Habe ich kein Energy-Tablet mehr? Okay, dann mache ich schnell was. Das ist jetzt blöd, dass ich das wieder löschen muss, aber egal. So, Redstone. Zack, 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 zack. Dann Gold. Gold. So. Und das hier. Wie viele mache ich da? Ich weiß es nicht. So, mal schauen, wie viele gehen. Ja, da geht schon ein bisschen was. So, das wird reichen, schon. Naja, denke ich, hoffe ich. Ach so. Ey. Atom. Mick. Ja. So. Gut, das kann ich rauslöschen. Das. So. Genau, das brauche ich noch und. Refined Obsidian und Energy Tablet. Das heißt, jetzt habe ich ein. Und dann kann ich hier, das Schwert lasse ich mal, aber das alles weg. So, jetzt muss ich aber den noch aufladen. Das mache ich hier im Energy Cube. Zack, hier rein und dann lädt das sich auf. Das seht ihr hier. Und der Balken, der wird voll. Und wenn der wieder runter geht, dann muss ich wieder aufladen mit Energie und das ist sehr praktisch, würde ich sagen. Ich hoffe, der lädt sich jetzt wieder auf etwas. Oder? Es scheint so, entweder habe ich zu wenig Energie. Ich glaube, die können mehr nicht übertragen, oder? Aber tue ich wirklich 8, irgendwas K. Also Kilo RF verbrauchen. Ich weiß es nicht.
So, irgendwo muss hier mein Digital Miner stehen. Hallo? Ja, dort hinten. Ich sehe, ne? Hier ist er. Okay, da habe ich nämlich auch einen Chunkloader mit hingepackt. So. Dann hier, das sind die. Oh, die Tesser. Naja. Die Tesseract. Oh. Ja, gut. Chunkloader habe ich. Da versuche ich jetzt mal ins Deep Dark zu kommen. Dazu brauche ich aber allerdings ein Deep Dark Portal. Und das kriege ich, indem ich sehr, sehr viel Cobblestone ja habe. Ich glaube, ich hatte so um die 100.000 Cobblestone. Und jetzt. Oder danach hatte ich nur noch so 20.000 vielleicht, also vielleicht 80.000 Cobblestone oder so braucht man fürs Deep Dark Portal, und das möchte ich jetzt mit euch bauen. Das heißt, man braucht Compressed Cobblestone, und zwar viermal. Oh, so. Dann hier, das seht ihr schon hier, die Anzahl. Hier einmal wurde für diesen Block fast 60.000 Cobblestone verwendet, und für einen so einen Block nochmal 6.500. Das heißt, wenn man das hier schon zusammenrechnet, ja, sind das schon eine Menge. Sind das schon 26.000, also rund 26.000 Cobblestone. Mit dem noch, ja, 86, also ist immer so gerundet, aber 86.000 Cobblestone braucht man da schon. Und dazu noch Unstable Ingot. Und so. Ah ja. Deep Dark. Perfekt. Jetzt haben wir ein Portal zum Deep Dark. Wobei baue ich das jetzt am besten hin? Vielleicht hier so. Zack. Gut. Ich hoffe, ich habe alles. Wenn nicht, dann muss ich eben nochmal zurück. Das dauert aber jetzt etwas mit dem Laden. Okay. Ah, jetzt. Er ist soweit, so. Das kann ich eigentlich rauslöschen. Wo gehe ich jetzt runter? Stimmt, ich habe Fackeln vergessen. Denn da gehe ich nochmal zurück, denn bei Fackeln, die braucht man schon. Ohne Fackeln stirbt man nämlich im Deep Dark, weil dann alles dunkel ist. Und ja, und ich glaube, im Deep Dark sind die Monster, ich glaube, doppelt so stark, oder wie das war. So, gucke ich mal nach Fackeln. Wo hatte ich denn welche? Ach, hier. Okay, so. Dann gehe ich wieder zurück. Zack. Das durfte jetzt nicht so lange dauern, genau. Hier hatte ich mein Loch. So, dann grabe ich mich mal hier runter. Mach hier nochmal eine Fackel hin und. So, dann falle ich irgendwann hier raus. So. Ja, genau. So sieht's aus. Dort hinten ist schon wieder eine Deep Dark Festung. Aber ich gehe erstmal runter, und zwar hierher. Und dann setze ich immer eine Fackel hier. So. Hier ist zum Beispiel ein Creeper, und der ist doppelt so stark. Ich habe ihn nicht gesehen, weil es geleckt hat. Okay. So, zack, 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 komm. Und ihr seht schon, die sind wirklich doppelt so stark. Oder haben auch doppelt so viel Leben. Denn ein Skelett hat sonst niemals so viel Leben, aber okay. So, ich gehe wieder ins Licht. Und dann hier, hier. Ich mache einfach mal hier ringsrum ein paar Fackeln. Was ist das? Ah, Marble. Aber okay, ich stelle meinen hier auf. Dann kommt der hier ran und hier ran und obendrauf der Chunkloader. So, zack. Ja, sind doppelt so stark. So. Ihr merkt schon, was die aushalten hier. Das ist manchmal richtig extrem. Ich flieg mal hoch und dann
Trinke ich schnell was. So, die ist tot, die Spinne auch. Nee, na, gut. Ach kommt. Mensch. Wow. Was ist mit dem los? Oh oh. Dann fliege ich hier mal hoch. Nicht, dass ich hier noch sterben tue. Das wäre ein bisschen blöd, weil ich weiß nicht, wie ich sonst hier wieder runterkommen soll. Gut. Ja gut, naja. Jetzt bin ich wieder halbwegs geheilt. Wow. So, gut. Das habe ich. Dort ist wieder ein Creeper. Sieht er mich? Erkennt er mich? So. Dann. Auf welcher Höhe bin ich denn? Okay, das heißt. Ich könnte schon mal auf 70 gehen. So. Und dann. Ja. Es ist alles noch okay. Dann starten. Und ihr seht schon, hier ist viel mehr. Und irgendwie sendet es die Items nicht. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Energy Mode. Nein! Oh! Ich dachte jetzt schon. So. Dann der so. Und der hier. Genau, anders. Nein. Ach komm. Ey, die Monster, die sind hier so beschissen. Oh oh, wow. Da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen. Oh oh, nein, 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 nein. Zwei Herzen. Ich hoffe, der geht jetzt, so. Geht er? Von hier kann ich es nicht sehen. Oh je, die sind aber stark. Die ist fast kaputt, genauso wie die. Da habe ich noch hier Satz. Kann ich die zusammen? Ja, perfekt. Habe ich hier wieder eine ganze. So. Aber nur Zombies hier. So. Die sind tot. Nein! Nein! Oh! Wow! Ein halbes Herz. Okay. Nein. Ach komm. So, jetzt. Ach, ein Glück. Ach so, und was ich noch gemacht habe, ist ein Meteoritenkompass. Das heißt, man sieht, wo ein Meteorit eingeschlagen ist. Hier zwar nicht, aber in der normalen Welt. Und das ist schon richtig cool gemacht eigentlich. Hä? Wow. Vor allem, erst sind die gar nicht da und auf einmal kommen die. Och Mann, ich glaube, ich kann da nicht mehr hin. Ey. Das ist schlimm. Die ist jetzt fast kaputt. So. Nee, nee, ich gehe noch nicht. Geht das vielleicht? Oder wer macht mehr Damage? Sehe ich nicht. Ob das mehr Damage macht? So. So, der erste ist tot. So, ja, 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 das wird. Langsam wird's. Ich habe mir aber auch eine super Stelle ausgesucht. Oh oh. So, wieder was trinken. Und wieder runter. So. Das ist eben das Gute, wenn man jetzt fliegen kann. Oh je, die halten viel aus. Komm, du auch noch. Ey. Ich sag dir's. Nein.
Ich glaube, die machen extra viel Damage. So, zack. Schnell die Items einsammeln. Oh Mann. So, jetzt. Den noch schnell konfigurieren. So. Resive on the Energy. Warum geht das trotzdem nicht? Eigentlich habe ich doch... Ey. Ich habe ja eigentlich... Eigentlich müsste es gehen, weil ich ja einen Chunkloader habe. In meiner Base. Also eigentlich... Energy Mode, Resive. Und hier... Send. Mehr nicht. Verstehe ich nicht. So. Zack. Dann baue ich den nochmal ab. Genauso wie den. Jetzt ist auf einmal eine Ruhe hier. Wahrscheinlich sind jetzt alle Monster schon tot. Hoffentlich. Nee, dort ist noch eins. Ein Zombie. Oh, ein Helm. Osmium-Helm. Ach komm, ich stell den jetzt einfach hier so hin und dann hier. Tesseract, zack. So. Dann. Resive only. Zack. Block it. Und jetzt müsste er haben. Hat er? Ja, perfekt. Jetzt klappt's. Okay. Gut, dann kann ich das auch mit nach Hause schicken. Das geht jetzt alles sehr schön. So. Nur zugreifen kann ich nicht. Gut, das kann weg, das kann weg. Achso, Chunkloader. Muss noch oben drauf. Zack. Ja, so viel, weil... Ich schätze mal, sonst reicht es mit der Breite nicht aus. So. Gut, da hat er ein gutes Stück zu machen. Dann hier, den töte ich. So. Ja, perfekt. Gut, jetzt gehe ich wieder hier hoch. Und dann habe ich jetzt schon mal ein Digital Miner im Deep Dark. Das heißt, es kommen auch wieder Items und sowas. Hallo? Ja, perfekt. So, jetzt schnell schlafen. Und dann... So. Da muss ich mal gucken. Wie sieht's denn hier unten aus? Kommt der noch hinterher? Ich glaube nicht. Oh, schon 4 Diamanten gefunden. Das ging schnell. Aber sehr schnell sogar. So, aber ich frage mich, warum der nicht so schnell das importieren kann. In das ME-System. Liegt das am Kabel? Ich weiß es nicht. Moment. ME. Kabel. Nee. ME. Da muss doch ja die Kabel geben. Sind die hier? Ja. Aber das ist eigentlich egal. Verstehe ich nicht. Okay. So, na gut. Dann klappt das eben nicht so, wie ich das will. Was ist eigentlich mit dem ME? Ah, die sind noch drin, okay. Was ist mit dem? Der ist auch bald durch, dann tue ich das ja schon mal. Oh. Das ja schon mal so. Und dann... Zack.
Sehr schön, da brauche ich noch einen Eimer. So, zack, zack. Also, dann. Ah, das geht, okay. Wow, da geht aber viel rein. So. Dann muss ich schon mal einen Bau machen. Zack, 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 zack. So, das wird reichen, hoffe ich. Gut. Wow, ist dort viel drinne. So viele Eimer. Was passiert eigentlich, wenn ich das hier ausschütte? Mache ich mal hier. Nee, das geht nicht. Okay, das geht nicht. Das ist schon mal sehr gut. Zack, alles weg. Und Cobblestone läuft auch hier. Ich hatte mal drei angeschlossen, aber dann war das mit dem Importieren hier überlastet. Und hier, das ist eine Maschine. Da kann man zum Beispiel ein Laufwerk hier rausnehmen und ein leeres, ach nee, einfach so ein volles Laufwerk rausnehmen und zum Beispiel hier reintun. Dann wird es leer gemacht. Wenn man es zum Beispiel nicht mehr braucht oder neue reinmacht, die größer sind oder so, dann wird es leer gemacht, auf die neuen gezogen, die in diesem hier vorne drinne sind. Hier. Oh, in dem ME-Drive. Und die landen dann hier. Das heißt, man kann sie wiederverwenden oder keine Ahnung, was man eben mit denen machen will. Und ja. Dann hier habe ich meinen Chunkloader, der ist so eingestellt. Und vielleicht könnte ich ja, oder? Nochmal, Chunkloader. So. Habe ich einen Bug? Ich glaube nicht. Nee. Nur das Questbuch. Und hier die Bäume, die sind richtig gut gewachsen. So, Windmühlen habe ich eigentlich auch schon, oder Windgeneratoren. Gut. So. Was könnte ich noch bauen? Stimmt, ich hatte noch was vorbereitet für das Smelltree, aber die brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. So. Warum habe ich eigentlich davon drei gemacht und hier von zwei? Das geht ja eigentlich gar nicht, aber egal. So, was brauche ich noch? Das müsste dann hier weiter unten sein. Das nicht, das. Mehr eigentlich nicht, ne? Nee, ich schätze mal nicht. So. So. Dann baue ich die, schätze ich mal, hier auf, irgendwo. So. Zack. Oh. Den wollte ich nämlich nicht wegwerfen. Wie war das? 3x3, also. Ah, das ist jetzt blöd. Oh. Der geht ganz schön ab hier. Nein. Wow. So. Zack. Zack. Und zwar dann hier runtergraben. So. Und ein, zwei. Ja. Ne. So. Dann. Könnte ich in eine Ecke. Oder das mache ich alles hier hin. Ja. So mache ich das. So. So. Zack. Dann müsste ich, glaube ich, das hier so hinstellen. Oder? Nee. Das wäre ja sinnlos. Das heißt, so.
mache ich das hier mal so zu. Zack. Und so noch. Oder wäre das so sinnvoller? Nee. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Okay, dann mache ich hier den Tisch hin oder so. Zack. Dann mache ich den Controller hier in die Mitte. Dann das Ding so hier. Zack. Und da wäre ich jetzt wieder fast reingefallen. So, zack. Und so müsste's gehen. Zack. Dann fehlt noch hier der Tank, der Lava. Und ja, sie steht, aber man kann noch den Platz erhöhen, da muss ich hier drauf bauen. So, oh, zack, zack. Gut, einer ist jetzt noch übrig, ich mache den einfach mal so hier. Und dann habe ich hier schon mal mehr Platz und so könnte ich auch Items oder, na nicht Items, ja, Erze verdoppeln. Ob ich noch Iron habe? Habe ich noch Iron? Nee. Scheint nicht so. Hä? Ich dachte, ich hatte noch Iron Ore. Oh Mann. Was nehme ich dann? Geht das auch mit Tin Ore? Das habe ich noch nie ausprobiert. Und man darf eben hier nicht reinfallen, sonst stirbt man und dann hat man das versaut oder so. So ungefähr. Und hier ist das jetzt erstmal alles voll. Auf eine passen 9, das heißt jetzt sind 18 drinne. Und, ja, das schmilzt noch. Und dann kann ich zum Beispiel auch hier schon die Form reinmachen. Moment, Moment. Hier. Ingot Case. So, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das mache ich einfach mal so aus Spaß rein. Zack. So, ihr seht schon, das ist jetzt geschmolzen hier, die Brühe. Und was ist da los? 36. Ja, genau, das ist nämlich jetzt wie verdoppelt schon. Und da kann man jetzt hier aufmachen und da macht es gleich Blöcke. Das heißt, wir haben 18 hier reingetan, weil nur 18 reinpassen. Und auf einmal sind 36. So, das härtet hier noch aus. Dann kann ich hier schon mal aufmachen. So, das ist ausgehärtet. Dann mache ich hier wieder auf. Und so geht das eben immer weiter, bis das runter ist. Und hier muss man eben immer Lava nachfüllen, damit es wieder schmilzt. Jetzt sind hier noch 9, das heißt ein Block noch. Das hier bräuchte ich dann, damit ich gleich Ingots machen könnte. Aber so ist es auch ganz cool, denn ich kann jetzt einfach so machen und dann zack. Und so habe ich schon alles verdoppelt. Das heißt, doppelt so viele Items. Und ja, zack. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wer noch nicht abonniert hat, der hat jetzt die Chance, keine Videos mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.